Mit geduldigen Handgriffen und mühevoller Kleinarbeit wurden am Wochenende wieder zauberhafte Motive auf das Pflaster der Marktstraße gezeichnet. Das Street Art Festival und der verkaufsoffene Sonntag sorgten wieder für eine volle Innenstadt. 32 Künstler aus verschiedenen Nationen wirkten in diesem Jahr mit. Dabei ging es wieder um verschiedene Disziplinen. Kopisten, die ein vorhandenes Motiv nachahmten, waren ebenso dabei wie 3D-Maler und freie Arbeiten. Die Straßenmaler gingen dabei mit Pinseln, Kreiden und Fingern ans Werk. Ergänzt wurde die Straßenmalerei wie in jedem Jahr mit einem Riesenmandala zum Ausmalen auf dem Valois-Platz und Bodypainting. Erstmals beteiligten sich die Graffiti-Künstler der Getting Up Foundation an der Veranstaltung. Auf dem sogenannten Ehrenwortplatz gestalteten sie Container mit ihren Motiven, ebenso erhielten drei Fassaden im Stadtgebiet eine neue Optik. In der Kunsthalle gab es zudem eine Graffiti-Ausstellung und begleitende Veranstaltungen.